Liebe Zondiens, mein Name ist Margit Theiss-Scholz und ich bin Kultur- und Bildungsdezernentin der Stadt Koblenz. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich freue mich, wenn Sie in 2021 an der Distriktkonferenz der Zonta-Clubs in Koblenz teilnehmen. Koblenz, einzige Stadt an Rhein und Mosel in wunderschöner geografischer Lage an den zwei Flusstälern, ist eingerahmt von einer Landschaft, die mit vielen Freizeitmöglichkeiten einlädt. Wandern, Radtouren, Wassersport, hier ist vieles möglich und macht einen Besuch interessant. Mit seinen architektonischen Zeugen aus der historischen Vergangenheit und wunderschönen Plätzen mit hoher Aufenthaltsqualität und breitem gastronomischem Angebot ist Koblenz ein touristischer Anziehungsmagnet und zeigt sich stolz auf seine ausgeprägte Willkommenskultur. Die Weinstadt Koblenz in der Rhein-Mosel-Region wird auch als grüne Stadt am Wasser bezeichnet. Öffentliche Grünflächen, einzigartige Rheinuferanlagen, Parks bilden eine fantastische Kulisse und laden zum Verweilen ein. In der Kulturstadt Koblenz bilden Theater, Museen, Bibliothek, Kino und eine Vielzahl von Kulturangeboten im öffentlichen Raum ein großartiges Angebot für alle Altersgruppen. Eine Gondelfahrt über den Rhein und der damit verbundene Besuch der Festung Ehrenbreitstein mit grandiosem Panorama ist beeindruckend. Koblenz ist aufgrund seiner Mischung aus lokal ansässigen Unternehmen, Firmen, Behörden und Verwaltungen eine prosperierende Stadt mit vielen Möglichkeiten für berufliche Perspektiven. Frauen haben in Koblenz immer eine große Rolle gespielt und die Geschichte der Stadt in unterschiedlichen Bereichen mitbestimmt und auch geprägt. Prinzessinnen und Kaiserinnen waren hier zu Hause, Frauen mit Geschäftssinn, die beruflich Karriere gemacht haben, die sich in der Politik engagiert und mutig ihren Standpunkt verteidigt haben. Frauen, die sich uneigennützig für sozial Schwache eingesetzt haben und insbesondere auch Künstlerinnen auf der Bühne, in der Literatur, in der Musik. Berühmte weibliche Koblenzer Persönlichkeiten waren Kaiserin Augusta, Caroline Settegast, die den ersten Frauenverein in Koblenz gründete, Selma Heitzig, Frauen- und Sozialpolitikerin, die 1918 in Koblenz einen Frauenrat gründete, Susanne Hermanns, eine der ersten und wenigen weiblichen Landtagsabgeordneten der Nachkriegszeit, Henriette Sonntag, berühmte Sopranistin und Sängerin von Weltruf, Maria Magdalena Keverich, die Mutter Ludwig van Beethovens, aber auch Gabriele Münter, berühmte Malerin, die ihre Schulzeit in Koblenz verbrachte. In Koblenz lässt es sich als Frau gut leben. Frauen können auf die unterstützenden Maßnahmen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf hier vertrauen. Die umfängliche Kinderbetreuung von der Kita bis zur Ganztagsschule wird kontinuierlich in Koblenz weiter ausgebaut. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz informiert in Veranstaltungen und Veröffentlichungen über frauenrelevante Themen. Darüber hinaus berät sie Frauen und Mädchen in allen Lebenslagen und vermittelt Kontakte zu anderen spezialisierten Beratungsstellen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Koblenz sich in weiblichen Serviceclubs für die Belange von Frauen und Mädchen und der gezielten Förderung zu engagieren und aktiv für die Verbesserung der Situation von Frauen in unserer Gesellschaft beizutragen. Ich lade Sie herzlich zu einem Besuch in unserer wundervollen Stadt ein und kann Ihnen versprechen, dass Sie sicher nicht enttäuscht sein werden. Vielen Dank. Die Schengen, schau mal, denn als Heide und am deutsche Eck muss sein für alle Zeit. Das Koblenzer Schengelsche am allerbest gedeiht. Es ist vor keinem Bang und singt sein Leben lang. Lustig, Koblenzer Schengel.
man lang und nehmen einer Mutter ihre allerbeste Jung. Und wenn im Ort der Kalderin als durch Stadtbix gebläst, er niemals den Humor verliert, der Kopf nie hängen lässt. Es singt und fällt das Kreuz wie den und hebt grad wie im Spatz. Und wer mit ihm kein Spaß versteht, das ist ein Bullewatt.